Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video. Ja, ich bin in der 41. Woche mittlerweile schwanger. Wir sind schon 5 Tage drüber. Also ich fange meine Schwangerschaftsreise nicht wie viele ganz am Anfang an, sondern ganz am Ende. Ja, wir bekommen einen Jungen und wie gesagt, wir sind 5 Tage drüber. Wir warten und warten und warten und hoffen, dass er bald kommt. Es wäre schön noch diese Woche. Sonst muss womöglich eingeleitet werden. Ihr seht, ich habe einen riesigen Bauch. Wenn man das erkennen kann, ich kann ihn auch gerne mal so zeigen. Also riesig, rund und prall. Meine Ärzte meinen, ich bin so eine schöne Rundum-Schwangere. Aber es ist schon wirklich mega viel. Das sind 30 Kilo mehr. Ich bin froh, dass ich keine Schwangerschaftsstreifen habe. Wenn ihr da gerne mal Tipps zu hättet. Gut, es mag auch viel an Gel liegen, aber ich glaube auch viel an Pflege. Dann mache ich da gerne ein Video drüber. Aber ich glaube, nicht alle kriegen so einen riesigen Bauch wie ich. Ja, auf jeden Fall geht es in meinen Videos ja nicht mehr so viel um die Schwangerschaft, da wir ja hoffen, dass er bald kommt. Aber dann auf jeden Fall um Baby, um Kind, wie wir zurechtkommen, weil wir sind so eine kleine chaotische Familie, muss ich sagen. Also ja, wir wohnen in der Nähe von Leipzig. Habe ich eigentlich schon gesagt, wie ich heiße? Ich bin die Janine oder ganz kurz Gianni, deswegen auch Giannis Castle. Das hat unser ja, kleines Schloss, unser kleines Zuhause einfach, wo wir uns wohlfühlen. Und ja, also mein Home ist mein Castle und ne, daher kommt so ein bisschen mein YouTube-Name. Genau. Also zu unserer Familie gehören noch 3 Katzen, der Snoopy, Peppy und die Müsli. Und ein Hund, der Balu. Und wir haben die alle vom Tierschutz aufgenommen oder auf der Straße gefunden und mit zu uns genommen. Also wir sind sehr, sehr tierlieb, obwohl 4 auch wirklich reichen. Wir haben ab und zu auch mal einen Igel zum Überwintern da. Das habe ich diesen Winter tatsächlich nicht gemacht wegen der Schwangerschaft, damit man da halt auch auf ein paar Sachen achten muss. Aber sonst sind wir da sehr ja, engagiert und bemüht und daher auch unsere vielen Tiere. Es wird auf jeden Fall spannend, wie das mit Kind bei uns wird. Ja, also der Kinderwunsch war da und wir haben uns mega gefreut, dass es dann endlich geklappt hat. Da wir es auch, ja, für viele ist das vielleicht nicht lang, für mich war es mega lang, 13 Monate gebraucht haben, um schwanger zu werden. Wir hatten es auch schon mal vorher probiert, wo wir noch Studenten waren, 2011 war das, glaube ich. Und ich muss lernen, in die Kamera zu gucken. Und da hat es ein Dreivierteljahr eben nicht geklappt und dann habe ich gesagt, okay, wir sind Studenten, es soll womöglich noch nicht klappen, wir warten noch. Und da wir dann wieder eine doch geraume Zeit gebraucht haben, dachte ich mir einfach, also irgendwie ist was und haben dann eben einen Termin in der Kinderwunschklinik gemacht. Man wird ja auch immer älter, man weiß nicht, wie lange es dann dauert, ob es eine künstliche Befruchtung geben wird, wie wir am Ende zu unserem Glück kommen. Und daher dachten wir, machen wir einen Termin und gucken einfach, was passiert. Und tatsächlich 3 Tage vorher war ich schwanger und wir konnten den Termin glücklicherweise absagen. Genau, also ich habe einen heiden Respekt vor den Familien, Eltern, wie auch immer, die diesen langen Weg gehen mit künstlicher Befruchtung und immer wieder probieren. Ich meine, klar, der Wunsch ist da, nur man möchte gerne und tut alles dafür, aber es ist schon verrückt, es sind auch teilweise enorme Kosten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der geduldigste Mensch und für mich wäre das schon ein sehr ja, anstrengender Weg und also wirklich Hut ab vor all denen, die diesen Weg gehen. Wir haben auch viele Bekannte und Verwandte, die den Weg gegangen sind. Ich kenne Paare, die haben 10 Jahre probiert und im Endeffekt sind sie über eine Leihmutterschaft gegangen im Ausland, weil es einfach nicht funktioniert hat und der Kinderwunsch aber so groß ist, ja, dass man eben einfach alles macht. Ne? Und wie mit unseren 13 Monaten, da lachen bestimmt einige drüber. Aber es war trotzdem, ja, es war teilweise trotzdem frustrierend, muss ich sagen, da wir, nicht da wir, eigentlich betrifft es ja eher die Frau. Ne? Die Frau, es ist halt nun mal so, jeden Monat bekommt man seine Periode, Menstruation, whatever. Und wenn die halt nicht an einem bestimmten Tag, also ich hatte meine Menstruation immer regelmäßig, alle 28 Tage, nicht eingetroffen ist, hat man sich halt irgendwie schon Hoffnung gemacht. Und dann war man 3-4 Tage über der Zeit und war schon voller Hoffnung und bam, man hat sie doch wieder bekommen.
Und ich habe immer das Gefühl gehabt, mein Körper will mich veralbern, ne? Also verarschen auf gut Deutsch, weil das vorher nie so war. Und auf einmal wünschst du dir ein Kind und jeden Monat gefühlt kam diese gleiche Situation auf. Dass ich mir dann irgendwann gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich brauche einen Monat Auszeit, ich möchte jetzt einfach mal einen Monat nicht an Kinderwunsch und irgendwas Ähnliches denken. Und das war bei uns halt der August letzten Jahres, 2017. Wir haben gesagt, wenn wir miteinander schlafen, dann nur zu einem Zeitpunkt, wo es nicht funktionieren kann. Seltsamerweise hat es funktioniert. Also es ist wahrscheinlich, sagen ja so viele Leute zu einem, schalte den Kopf ab, denk nicht dran. Und man denkt immer, ja, bla bla bla. Ne? Am Ende, wenn man die Menstruation bekommt, denkt man eh wieder dran. Zumindest wenn man drüber ist. Oder denkt drüber nach. Ne? Könnte, könnte nicht. Aber irgendwie im Endeffekt scheint ja doch was dran zu sein. Das hat ja dann auch bei uns geklappt. Und, ja. Nun freuen wir uns seit gut 10 Monaten auf unseren kleinen Mann und jetzt möchte er nicht raus. Also muss sagen, es ist schon ein bisschen frustrierend, auch wenn ich jetzt hier lache, aber ich hatte heute so einen richtig bescheidenen Tag. Ich kann meine Hände hier so schön drauf ablegen, merkt ihr das? So einen schönen bescheidenen Tag. Ja, weil so viele also Freundinnen, ihre Kinder jetzt eher bekommen haben, die eigentlich später dran gewesen wären. Merkt ihr das? Ich kriege das noch nicht richtig hin mit in die Kamera gucken. Das wird noch. Also ich bin nicht so technikaffin, das ist ja alles ein bisschen improvisiert. Ich hoffe, das wird noch besser. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß daran, meine Videos dann zu gucken, weil ich es erstmal mit Handy probieren werde und dann irgendwann auf jeden Fall auch in anderes Equipment investieren werde. Aber ich möchte halt erstmal mich so ein bisschen reinfuchsen und überhaupt erstmal das so vor der Kamera hinbekommen. Und ich bin halt eher so, ich lege einfach los, ich mache mir da jetzt keinen Text, irgendwas oder überlege mir was, ich quatsch einfach. So bin ich. Und ich bin halt ein natürlicher Typ und deswegen denke ich, wenn ich im Endeffekt so rüberkomme, wie ich bin, mache ich da alles richtig, oder? Ob ihr mich dann im Endeffekt gucken wollt oder nicht, ist sowieso eure Entscheidung. Von daher bleibe ich, wie ich bin und ihr entscheidet. Genau, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, dass so viele Freundinnen vor mir jetzt ihr Kind bekommen haben, die später dran gewesen wären. Ja, und man freut sich natürlich für jeden, auf jeden Fall. Ohne Frage, aber man möchte halt doch sein eigenes Kind langsam auch in den Arm halten. Also mir geht es total so und ich war halt wirklich frustriert und traurig und ja, also das Seltsame bei uns war, wir hatten zwei Entbindungstermine und zwar war es zuerst der 25. Nee, lass mich kurz überlegen. Das zuerst der 25., dann wurde vor der 25.4., dann wurde vordatiert auf den 30.4. und wieder zurückdatiert, der doch schon recht weit ist, auf den 25.4. Und der wurde dann aber auch beibehalten und auch so für die Krankenkasse, für den Arbeitgeber war der 25. datiert. Und mit dem 25. sind wir halt heute 5 Tage drüber. Heute ist halt der 30.4., wo halt der andere Entbindungstermin dran wäre, wo du dann halt anfängst zu denken, ja, ist heute vielleicht doch der richtige Entbindungstermin und du fängst jetzt erst an, über die Zeit zu gehen. Ja, aber kein Arzt kann mir da richtig was zu sagen, weil alle eigentlich sagen, er ist schon so groß, er liegt schon so weit unten im Becken, eigentlich müsste er kommen. Also meine Frauenärztin meinte auch, den 30. erreichen wir nicht mehr. Er wird noch bis zum 25. kommen, was ja nun nicht der Fall ist. Ja, das Schöne ist, dass es jetzt in den Mai reingeht und ich habe selber im Mai Geburtstag und es ist natürlich dann schön, ja, den Monat mit seinem Kind zu teilen. Ja, dennoch hoffe ich, morgen ist ja der 1. Mai, dass es sich wirklich langsam auf den Weg macht. Weil man halt zumindest jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, doch irgendwie die Hoffnung habe. Und mittlerweile ist es aber irgendwie schon so, dass ich denke, oh Gott, der kommt nie. Also es ist wirklich, ja, schon schwierig im Moment. Weil, ich bin da eh so vom Kopf her ein bisschen komisch, aber man macht sich halt auch dann irgendwie Sorgen. Und ich war die ganze Schwangerschaft total entspannt und habe auch wirklich auch eine schöne Schwangerschaft gehabt. Also von der 8. bis zur 17. Woche ging es mir ein bisschen. Mir ging es schon ganz schön schlecht und ich habe auch viel gebrochen. Aber so ab der 19., 20. Woche ging es mir richtig super und es war auch die ganze Zeit so geblieben. Und jetzt so halt also hinten heraus, denke ich mir, Mensch, das könnte auch weiter so laufen. Und ja, ist ja noch nicht schlimm. Ich weiß auch, dass manche 10 und 14 Tage drüber sind. Nur wie gesagt, ich bin nicht der geduldigste Mensch. Und daher, komm endlich, mein Schatz. Ja,
Aber wie gesagt, ihr werdet das alles mitbekommen, erfahren. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Genau, dann würde ich natürlich gerne, wie es so viele machen, was ich auch super gern geguckt habe, so eine Babyzimmer-Roomtour machen. Bei uns ist ja auch schon alles fertig. Wie gesagt, wir warten ja nur noch auf den kleinen Mann. Und was ich auch immer sehr schön finde, was auch irgendwie spannend ist, was andere Mütter ihren Kindern für einen Namen geben, 10 oder 15 Jungsnamen, die es nicht geworden sind. Genau. Das sind so, denke ich, schon meine Anfangsvideos. Es wird auf jeden Fall viel um die Schwangerschaft, ne, eigentlich nicht. Es wird nicht viel um die Schwangerschaft gehen, aber dann viel ums Baby auf jeden Fall, weil die Schwangerschaft ist ja bei mir nur mal bald rum. Ich werde euch, wenn ihr da Interesse habt, gerne auch noch ein bisschen was über meine Schwangerschaft erzählen. Will das aber auch gar nicht so weit in die Länge ziehen, weil es da auch so viele Videos von gibt. Und ich denke, es ist dann einfach spannend, wenn er da ist und wie das halt bei uns dann alles vonstatten läuft. Genau. Was gibt es noch zu erzählen? Ach so, genau. Den Namen verraten wir noch nicht, das habt ihr ja schon jetzt mitbekommen. Wir haben uns aber für einen Namen entschieden, den es in Deutschland nicht so oft gibt. Also selbst meine Hebamme kannte den Namen nicht. Das fand ich sehr schön, weil für mich immer wichtig war, dass ja, der Name eben nicht so häufig auftritt und wenn ich mein Kind rufe, dass ich nicht 4, 5 andere Kinder umdrehe. Und mein Freund und ich, wir sind eher so ein bisschen, ja, ich nenne es mal locker flockig, also so ein bisschen, sagt halt schon dieses Unorganisierte, ihr merkt das schon im Video wahrscheinlich. Einfach dieses drauf los und wir machen und wir wissen immer nicht wie, aber am Ende funktioniert es und es ist auch schön so. Und plus mit Kind brauchst du ja doch Strukturen. Also deswegen ist es allgemein spannend, was dann einfach passieren wird, wie wir das alles handeln. Ich muss mal runtergucken, ist kein Auto gekommen. Wie wir das alles handeln werden. Und ja, also es wird auf jeden Fall spannend und ich denke auch sehr lustig, da wir halt auch noch diese vielen Tiere haben, die alle nicht so einfach sind. Genau. Ich wollte eigentlich zurück zum Namen kommen. Genau, ihn natürlich noch nicht verraten. Aber daher ist unser Name auch also ein bisschen ja, ausgefallener, würde ich sagen. Und ja, ich bin so ein Typ, ich mag dieses Konservative nicht so sehr. Ich bin eher so halt, ja, wenn ich jetzt so über mein Kind nachdenken würde, würde ich so denken, so in die Musikerrichtung, so Sportler, also nicht so, so eine Gesellschaftsjobs. Also wenn man schon über die Jobs nachdenkt, das ist nicht so, dass ich jetzt möchte, dass er Surfer wird oder sowas in der Art, sondern diese Art, diese Lifestyle, dieses Lockere halt einfach so ein bisschen das Leben genießen und so stelle ich mir es halt auch bei meinem Kind vor. Und daher habe ich halt auch dementsprechend einen Namen gewählt, der eben zu uns passt. Und eine Freundin hat letztens zu mir gesagt, oh, das klingt ja nach einem Surfer. Und ich, ja, genau. Ich sag, so soll es sein. Das ist halt so ein bisschen nicht mein Ziel, aber so, was ich halt irgendwie für uns schön finde. Und mein Freund und ich sind aber schon sehr unterschiedlich, was sich allerdings wieder gut ergänzt. Und er sagt dann halt, aber wir brauchen einen soliden Zweitnamen. Es kann ja sein, dass er mal Banker oder sowas werden will. Oh Gott, ich hoffe nicht. Sorry, nichts gegen Banker. Aber also er werden, was er will. Egal, ne? Also wir haben uns dann für einen zweiten Namen entschieden. Und das ist ein Name aus meinem Namen und mein Freund seinen Namen. Und ja, also hat uns auch sehr gefallen. Aber ist halt als Erstname nicht für uns in Frage gekommen, da es ihn halt doch sehr häufig, ja, zumindest häufig gibt, sehr häufig ist vielleicht übertrieben, aber doch häufiger. Und uns war halt diese Individualität sehr wichtig. Habe ich auch schon einen Sprachfehler. Ich bräuchte was zu trinken. Ich bin das Sprechen nicht gewohnt, ihr merkt das. Aber ich denke, das wird immer besser. Genau. Ja, dann habe ich ja schon einiges erzählt. Also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Tipps habt, Anregungen habt, immer her damit. Wie gesagt, das ist mein allererstes Video. Wie man merkt, sehr improvisiert, alles so ein bisschen. Ich bin halt so. Deswegen ist halt so, ne? Und ja, aber ich habe da übelst Spaß dran, mich dann noch näher mit der Materie zu beschäftigen und habe da auch schon eine Kamera in Aussicht und habe da einfach Spaß dran und möchte euch einfach gerne mit auf den Weg nehmen. Ich denke, das wird bei uns einfach eine crazy Sache. Also ich bin wirklich selber gespannt, wie wir das alles handeln werden. Ja, und freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und ja, wir sehen uns, hoffe ich. Tschüss.